Morgen miteinander. Ich glaube, es ist ein Tag, an den wir uns erinnern dürfen, der ein Liebestag ist. Ein Liebestag von Gott hin zu dir und mir. El Shaddai, ein allmächtiger Gott, drückt seine Liebe aus, indem er Mensch wird und am Kreuz für dich und für mich stirbt. Heute Morgen möchte ich uns ein Stück weit mit hineinnehmen und eine Parallele ziehen zwischen zwei Männern. Und ich glaube, in dem einen von den beiden finden wir uns. Und der andere von den beiden ist der, der seine Liebe zu uns ausdrückt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du den Namen Jesus hörst, dann denken wir doch zuallererst an Jesus Christus, an den Gott, der Mensch wurde und am Kreuz für uns gestorben ist. Aber wisst ihr, zur Zeit Jesus war der Name Jesus so gebräuchlich wie vielleicht Hans oder Fritz oder, nein, heute heißen sie anders, Levi oder Nina oder irgend so, ne, gebräuchlich ist. Und Jesus hatte eine ganze Reihe von Namensvettern, die damals mit ihm in Israel gelebt haben. Und einer dieser Namensvetter wurde an diesem ersten Karfreitag mit dem Leben beschenkt. Hat er es verdient? Nein, keineswegs. Matthäus nennt ihn einen berüchtigten Mann. Markus nennt ihn einen Anführer, der bei einem Aufruhr in einen Mord verwickelt war. Johannes sagt uns, dass er ein Räuber war. Also einer, der in keiner Weise verdient hätte, an diesem Karfreitag mit dem Leben beschenkt zu werden. Jesus Barabbas. Wahrscheinlich ist uns Barabbas das Geläufigere, aber Matthäus macht uns deutlich, der Barabbas hatte einen Vornamen und der hieß Jesus. Ich weiß nicht, warum wir ihn Barabbas nennen, wahrscheinlich mehr deshalb nur Barabbas, weil er den Vergleich mit Jesus in keiner Weise standhalten könnte. Was war Jesus Barabbas für ein Mensch gewesen? Er war ein radikaler Freiheitskämpfer, ein Terrorist, vielleicht würden wir ihn heute so einen Taliban nennen. Er war einer von den Leuten, die man damals Sikarier nannte, Messerleute. Sie glaubten an den Gott Israels, aber sie meinten, das Reich Gottes mit Gewalt herbeiführen und erkämpfen zu müssen. Jesus Christus und Jesus Barabbas. Beide haben sie den gleichen Vornamen. Beide haben sie das gleiche Ziel, nämlich dass das Reich Gottes sichtbar wird. Das Ziel der Erlösung, das Ziel der Befreiung. Und doch gingen sie beide völlig unterschiedliche Wege. Und sie verstanden beide unter Erlösung etwas, ja, ich meine fast Gegensätzliches. Jesus Christus. Er ging diesen Weg der Liebe, der Versöhnung. In der Bergpredigt spricht er von einem Weg der Demut und der Sanftmut, von der Suche nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, von einem reinen Herzen, von Friedensstiftung und von einer Leidensbereitschaft, Verfolgungsbereitschaft. Das war der Weg Jesu gewesen. Ein Weg, der sich hingibt. Und alles aufgibt. Selbst am Ende seines Lebens, als Jesus unter Qualen am Kreuz verblutete, ruft er noch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus erlöst Menschen von ihrer Schuld und bringt sie wieder mit Gott in Verbindung. Jesus stellt wieder her, was zerbrochen ist. Er bringt wieder zusammen, was verloren gegangen ist. Barabbas den gegensätzlichen Weg. Er geht den Weg der Gewalt und der Unversöhnlichkeit. Barabbas war ein Zelot gewesen. Er war motiviert von einem Hass gegen die römische Besatzung und die Unterdrücker. Unversöhnlich kämpft er seinen Freiheitskampf und ihm war jedes Mittel recht. Sein Ziel, die Erlösung von der römischen Herrschaft herbeizuführen. Ob Raub, ob Aufruhr, ob Mord, das alles spielt keine Rolle für ihn. Letztlich war Barabbas ein Rebell. Barabbas kannte Gott, er war ein Zelot. Und irgendwie hatte er sich sein eigenes Gottesbild selber zusammengebracht.
gestrickt und so glaubte er, sogar Gott auf seinem eigenen Weg gefallen zu können. Und egal, ob wir Gott kennen oder ob wir Gott nicht kennen, finden wir uns nicht manchmal wieder auf dem Barabbas-Weg? Sind wir nicht manche Wegstrecke auf diesem Weg unterwegs? Sicher nicht im Freiheitskampf gegen die Römer, keine Frage. Aber vielleicht in unserer eigenen Zukunftsplanung. Und wir glauben, ich weiß es besser als Gott. Meine Ziele sind bedeutsamer als das Anliegen Gottes für mein Leben. Ist nicht unser Weg auch gepflastert von Versuchen, uns selbst zu verwirklichen? Ist nicht unser Weg auch gepflastert mit unseren Verfehlungen der Unversöhnlichkeit hin zu anderen und manchmal auch gegen Gott? Vielleicht ist unser Weg auch gar nicht so sehr von Rebellion gegen Gott, sondern einfach von einer Ignoranz gekennzeichnet und einer Nebensächlichkeit, die wir ihm, dem lebendigen Gott, geben. Der Weg von Barabbas, wir wissen es. Es war ein Weg, der unmittelbar in den Tod geführt hat. Seine Situation war aussichtslos. Inzwischen war er gefangen gewesen. Er war verurteilt. Er saß in der Todeszelle. Und wahrscheinlich war das Kreuz, an dem Jesus schlussendlich gestorben ist, für ihn gerichtet gewesen. Er hatte es verdient. Die Römer waren schon lange hinter ihm her und die Römer hätten nichts lieber gehabt als diesen Zeloten, als diesen Aufrührer, als diesen Terroristen aus der Welt zu schaffen. Sein Leben, es war endgültig verspielt gewesen und die Dinge, für die er lebte, waren plötzlich in diesen letzten Stunden seines Lebens nebensächlich geworden. Seine Zukunft nicht so berauschend. Nach brutalen Misshandlungen von 39 Schlägen das qualvolle Ersticken an einem Kreuz. Barabbas konnte das Rad des Lebens nicht einfach zurückdrehen. Die Bibel beschreibt uns den Weg des Barabbas bei Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Es ist der Weg von Adam, der Eden verwirkte. Es ist der Weg von Barabbas und ich meine, es ist auch unser Weg. Wir können dem Maßstab Gottes nichts entgegenhalten mit unserer Gerechtigkeit. Wir haben aufgrund unserer Rebellion gegen Gott, wir haben aufgrund unserer Verfehlungen ein Leben gelebt, das nicht vor Gott bestehen kann. Und plötzlich, mitten in dieser aussichtslosen Situation für Barabbas, kreuzen sich seine Wege mit denen seines Namensvetters. Gerade als Jesus Barabbas im Palastgefängnis von Pontius Pilatus auf seine Hinrichtung wartet, verhandeln Pilatus und die führenden Juden über das Schicksal von Jesus von Nazareth. Zum Passafest hatten sich die Römer so diese großzügige Geste dem jüdischen Volk gegenüber zur Gewohnheit werden lassen. Sie ließen einen politischen Gefangenen frei, den sich die Juden selbst aussuchen durften. Und ich meine, mit dieser Passa-Amnestie hoffte Pontius Pilatus, dass er doch Jesus von Nazareth die Freiheit schenken konnte. Aber das Volk schreit, gebt uns Barabbas. Und plötzlich kommt völlig unverdient eine Wende in das Leben von Barabbas. Jesus, der völlig Unschuldige, wird an seiner Stelle verurteilt und ans Kreuz genagelt und der Schuldige kommt frei. Der Tod Jesu, er begnadigt. Und der Erste, der begnadigt wurde aufgrund des Todes Jesu, es war Barabbas. Und ich finde so viele Parallelen in diesem Barabbas, dem Rebellen, dem Aufrührer, dem Selbstherrlichen, dem Selbstleber und mir und vielleicht auch dir. Der Tod Jesu begnadigt auch dich und mich. Der Tod Jesu spricht frei auch dich
und mich. Der Tod Jesu, er bringt Heilung hinein in die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Ist das nicht der Jesusweg? Der Weg, der am Kreuz den Preis bezahlt, damit wir Leben haben. Der Weg, an dem sich der zweite Teil von Römer 6, Vers 23 erfüllt. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ewigkeit, unverdient, verfügbar für dich und für mich. Und als Jesus vor seinem Tod ausruft, es ist vollbracht, wurde Versöhnung zwischen Gott und Menschen für dich und für mich Realität. Und du kannst nichts hinzufügen und du kannst ihm nichts wegnehmen. Du musst nicht in irgendeiner Weise versuchen, wie vielleicht auch Barabbas, Gott zu gefallen auf deinem Weg, in deiner Weise. Nein, ein Geschenk verfügbar für dich und für mich. Und ein Geschenk, du kannst es annehmen oder du kannst es stehen lassen. Du kannst Gott in dein Leben hineinnehmen, ihm die Herrschaft geben oder du kannst ihn in Ignoranz einfach auf die Seite stellen. Ich glaube, es ist die Versöhnung zwischen Gott und Mensch, die dich und mich vom Barabbas-Weg herunterführt, herunterruft, hinein in die Nachfolge, weg von einem selbstbestimmten Leben auf den Jesusweg, den Weg der Nachfolge, ja auch den Weg der Selbstaufgabe. Und ich bin überzeugt davon, dass am Kreuz drei entscheidende Dinge für dich und für mich passiert sind. Das erste ist diese Heilung der Gottesbeziehung. Da, wo dieser Riss zwischen Mensch und Gott hineingekommen ist, aufgrund der Sünde, der Rebellion gegen Gott, wurde Versöhnung in diese Gottesbeziehung durch den Tod am Kreuz, das Sühnopfer Jesu, hineingelegt. Das zweite, es ist Heilung deiner eigenen Identität. Und ich glaube, das dritte, was am Kreuz für dich und für mich passiert ist, ist Heilung hinein in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Tarek Prinz hat uns das in seinem Buch am Tausch, der Tausch am Kreuz, so deutlich gemacht. Jesus, er wurde bestraft, damit wir Vergebung empfangen. Er hat den Preis bezahlt, der für dich und für mich fällig war. Er ist durch den Tod gegangen, damit du leben kannst. Jesus, er wurde verwundet, damit Heilung für dich verfügbar wird. Ich glaube, im Tod Jesu liegt Heilung für dich. Hinein in deine Verwundungen, deine Enttäuschungen, deine Frustrationen, deine Verletzungen, die uns vielleicht aufgrund von zwischenmenschlichen Beziehungen zugefügt wurden, da hinein kommt Heilung für dich. Er hat sich verwunden lassen. Auch hinein in deine Krankheit, wo immer du auch körperlich angeschlagen bist, im Tod Jesu ist auch da Heilung verfügbar für uns. Jesus wurde um unsere Willen zur Sünde gemacht, damit uns seine Gerechtigkeit gerecht machen kann. Gerechtigkeit verfügbar für sich. Er hat dir, Klaus Peter hat vorhin von diesem Joch auf den Schultern gesprochen, er hat dir dieses Joch der Sünde abgenommen und hat es selber getragen am Kreuz für deine Gerechtigkeit. Er starb unseren Tod, ich habe es vorhin gesagt in Römer 6, Vers 23, er starb deinen Tod, damit du Leben empfangen kannst. Jesus wurde für dich zum Fluch, damit wir Segen empfangen können. Er hat deine und meine Armut ertragen, damit wir an seinem Reichtum, an der Herrlichkeit Gottes teilhaben können. Und er nahm unsere Schande auf sich, damit wir an seiner Herrlichkeit teilhaben. Jesus hat deine Ablehnung ertragen, damit wir durch ihn Annahme finden können beim Vater. Ja,
Und dann hier unten nochmal, Jesus wurde zum Fluch, damit uns der Segen zuteil wird. Ich bin so dankbar, dass das alles von Jesus für dich und für mich verfügbar gemacht wurde. Dass du nicht mehr der Abgelehnte, der Sündhafte, der Schandbare bist, sondern dass du der Angenommene, der Geliebte, der Wertgeschätzte, der Geachtete, ein Kind des himmlischen Vaters bist. Dass du gerecht gesprochen bist und deine Sünde und dein Versagen dich nicht mehr länger anklagen kann. Du bist wertgeachtet in den Augen Gottes. Du bist geliebt, du bist würdig. Und all das hat der Tod am Kreuz für dich und für mich wiederhergestellt, wieder ermöglicht. Dort, wo du und ich, wo wir dieses göttliche Geschenk ergreifen und sein Leben für unseren Tod, seine Vergebung für seine Vergebung, seine Heilung, seine Herrlichkeit für uns in Anspruch nehmen. Dort wird nicht nur Wiederherstellung unserer Gottesbeziehung passieren, sondern es schließt sich ein Prozess der eigenen Identitätsfindung, dessen, wer ich in den Augen Gottes bin, an. Und ich glaube, wir lernen auch aus dem herauskommend in geheilten Beziehungen in unserem Miteinander als Menschen zu leben. Ich glaube, dass in dem Tod Jesu etwas für dich und für mich drin ist, dass Heilung in unseren Beziehungen entstehen kann. Vielleicht nicht immer sofort, aber es ist ein Prozess, durch den wir gehen können. Ich glaube, viel persönlicher Schmerz und emotionale Not hat ihren Ursprung in verletztem Leben, das sich innerlich distanziert, das Barrieren aufbaut und uns in Unversöhnlichkeit stecken lässt. In unseren Beziehungen hin, vielleicht zu unseren Eltern. Unversöhnlichkeit in unserem Miteinander als Ehepartner. Enttäuschung und Frustration zu den Kindern, weil sie vielleicht andere Wege gehen, wie wir uns gewünscht hätten. Schmerz, weil unser Lebensgeschick nicht so gelaufen ist, wie wir es gedacht hätten. Vielleicht leben wir auch unversöhnt mit uns selbst, weil die Erwartungen, die wir an unser eigenes Leben gestellt haben, nicht haltbar geworden sind. Mit Kollegen, mit dem Nachbarn, mit den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft. Ich habe so viel Frustration über Politiker gehört, dass ich dachte, niemals will ich Politiker werden. Da schimpfen alle nur über mich. Aber weißt du was, was ist eigentlich Versöhnung? Was bedeutet es, versöhnt zu leben? Versöhnung ist es nicht einfach, wenn aus Feinden Freunde werden. Versöhnung ist es nicht einfach, wenn Zerstrittene ihren Streit begraben und wieder zusammenkommen, wenn Getrenntes wieder zusammengebunden werden kann, wenn Zerbrochenes Heilung erlebt. Paulus hat uns in seinem Brief an die Korinther folgendermaßen Versöhnung erklärt. Er schreibt uns in 2. Korinther 5, Vers 18 und 19, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Versöhnung, es hat auch mit Sühne zu tun. Ist es denn nicht so, dass Versöhnung nach einem Konflikt das Anliegen von beiden sein muss? Der, der im Unrecht ist, muss sich doch wenigstens entschuldigen. Er muss doch wenigstens zeigen, dass es ihm leid tut. Irgendwie muss er doch vielleicht so einen kleinen Demutsbeweis geben. Sonst geht es einfach nicht. Hört sich auch ganz logisch an. Und so denken wir. Und genau aus diesem Grund geschieht in unserer Welt heute so wenig Versöhnung. Denk nur zurück, falls du verheiratet bist, an deinen letzten Ehekonflikt, den du hattest. Ihr habt es wahrscheinlich alle nicht so, aber ich habe das hin und wieder.
Und wir warten doch einfach darauf, dass der andere kommt und sagt, du, es tut mir leid. Und weil wir denken, der andere hat Schuld, warten wir auf den anderen und der andere denkt, der war falsch und er wartet auf uns und wir warten und wir warten. Und manche warten vielleicht schon 20 Jahre. Versöhnung funktioniert nicht nur auf dieser Grundlage. Gott hat den ersten Schritt getan. Jesus ging ans Kreuz, völlig unverdient für dich und für mich. Er hat nicht gewartet, bis ich meinen Demutsbeweis bringe. Nein, er hat nicht gewartet, bis ich irgendwelche religiösen Klimmzüge tue. Nein, aus Liebe zu dir und zu mir hat er gesagt, ich werde bezahlen. Ich werde das tun, dass ich Mensch und Gott versöhne. Und Paulus schreibt uns hier das Gegenteil. Der Konflikt zwischen Gott und Mensch löst sich nicht dadurch, dass du und ich, wir alles Mögliche unternehmen, um uns irgendwie mit Gott wieder zu vertragen. Nein, Gott, er hat alles getan. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Er ist es, der den Streit auflöst. Und zwar ganz und gar. Und ich glaube, das ist das Wunder von Karfreitag. Dass Gott den Streit auflöst, dass Gott die Freundschaft zwischen Gott und Mensch wiederherstellt. Bei Versöhnung geht es um Wiederherstellung, um Gerechtigkeit, und zwar auf dem Weg der Sühne. Das bedeutet, eine böse Tat wird im Alten Testament durch eine andere böse Tat ausgeglichen. Und so haben Menschen immer empfunden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Gott gegenüber galt deshalb, wenn durch eine Sünde das Verhältnis zu Gott gestört hat, dann wird es durch ein Opfer irgendwie wiederhergestellt. Das ist Sünde. Ein Opfer kostet den, der es bringt, etwas. Es schmerzt, ein Opfer zu bringen. Ich muss in den Geldbeutel fassen, um irgendein Opfertier im Alten Testament zu kaufen. So wie eben auch das zerbrochene Verhältnis schmerzt. Aber erst durch das Opfer wird das Gewicht einer Tat deutlich. Und dieses Muster auch unseres Denkens, hat Jesus am Kreuz endgültig durchbrochen. Er hat gesagt, ich kläre diese Sache ein für allemal. Und weißt du, es reicht nicht, dass jeder Einzelne von uns sich so die Gnade Gottes gefallen lässt und für sich persönlich annimmt, sondern Gottes Versöhnungshandeln, es hat ein bedeutend größeres Ziel. Wer durch Gott versöhnt ist, er soll auch mit sich selbst versöhnt sein und er soll versöhnt mit anderen Menschen leben können. Darum geht es. Gott hat uns ein Vorbild gegeben und er sagt, mach's doch genauso. Und deshalb noch einmal, Versöhnung untereinander ist nicht der Ausgleich zwischen zwei Parteien irgendwie, sondern es ist, einer bringt ein Opfer und er versöhnt sich mit dem anderen, auch wenn der andere nichts zum Bezahlen hat. Du kannst vergeben, weil dir vergeben ist. Der Groll im eigenen Herzen, er muss gelöscht werden. Und manchmal geht es uns vielleicht so, dass es ist mit dem Groll in unserem eigenen Herzen, wie mit der kleinen Glut unter einem Aschenhaufen. Und sobald irgendetwas wieder hinkommt, dann fängt es wieder an zu brennen. Versöhnung, ich glaube, es ist eine Entscheidung in mir. Ich vergebe, weil ich das Opfer am Kreuz für mich verstehe. Ich vergebe und ich verzichte auf die Geste der Demut vom anderen. Ich vergebe, weil ich die Versöhnung, die ich mit Gott erlebt habe, auch mit anderen leben will. Also nicht mehr länger so wie du mir, so ich dir, sondern vielmehr wie Gott mir, so ich dir. Karfreitag ist der Tag des Gedenkens an das, was Gott für mich getan hat. Und ich möchte dich ermutigen, dieses Gedenken nicht nur im Kopf nachzuvollziehen, sondern Mensch zu sein, der Karfreitag im Herzen lebt. Nicht nur heute, sondern auch morgen und hinein in deine Zukunft. Hinein in die herausfordernden Momente. Sei ein Mensch,
der lebt, wie Gott mir, so ich dir. Amen.